Hey YouTube-Leute, wir haben das Turnier gewonnen, das Faustkampfturnier. Lass dich bitte nichts anderes einreden. Wir waren siegreich. Ich hab Geld gewonnen, aber ich mache mein Inventar nicht auf, okay? Ich mache mein Inventar nicht auf, sonst werdet ihr neidisch. Aber wir haben auf jeden Fall safe gewonnen. Du hast verloren, hört nicht auf ihn. Oh nein, wieso lest du das vor? Ja, Rienes, genau. Das war ganz schön knapp, aber ich habe gewonnen. Kein Problem, aber unser Stock ist zerbrochen, deswegen gehen wir jetzt einen suchen. Scheiße, mein Magen knurrt schon wieder. Komm, wichsen wir uns noch ein Brot rein. Ich wollte vom Bartel eigentlich Brot kaufen, nicht Dummkopf. Egal. Lass aber weiter. Ja, Gwendolyn hat gewonnen, ist ja gut. Gwendolyn hat gewonnen, auf ehrenbrüderlicher Basis. Innos kam von oben vom Himmel herunter. Leider ist der auch nochmal kaputt gegangen, aber Innos kam vom Himmel nach unten und hat einfach allen die Fresse poliert. Allen. Und Gwendolyn so mit Guard 2. Innos ist auf meiner Seite. Und dann war Innos wieder weg. Dann ist sie so nach oben geportet. Wie Mega Man. Wisst ihr, er war nur noch so ein blauer Strahl, der nach oben geschossen ist. Man kennt ihn. Was viele nicht wissen, Innos ist auch Mega Man tatsächlich. Das ist in der Lore so verankert. Also man muss Mega Man X spielen und dann erfährt man, wenn man alles findet, wenn man alle Secrets findet, dass man Innos ist. Ja. Guckt aber bitte nicht mal Mega Man X Let's Play. Heilige Scheiße. Das war das Spiel, das ich das erste Mal Let's Played habe. Es ist absolut furchtbar. Und ich kotze. Und ich glaube, die meisten der Videos da sind auch nicht mehr online. Weil man sich das einfach technisch nicht mehr geben konnte. Ich habe aufgenommen wie ein Hurensohn. Also man hat echt gar nichts gesehen vom Bild. Das ist alles fürchterlich. Ach Leute, ihr müsst sehen müssen. Leider sind halt 5 Millionen Spieler online und ich werde wahrscheinlich keinen Stock finden. Aber wir können es ja mal probieren. Also so wie heute noch. Ja, fast. Nur noch schlimmer. Fürs Siegertreppchen hat es wenigstens gereicht. Nicht ganz. Alles, sogar die Drachendung ist Sieger der Herzen, habe ich gehört. Bestimmt. Wo ist egal, dass du dir ein Brot reinwickst. Immer. Ach, der ist so doof und liest es vor. Heute noch. Ja, ne, Rines, benimm dich mal bitte. Da sind ein paar Mäuschen, die sind teilweise richtig klein, übel süß. Aber ich habe keinen Bock, zweimal heute auf die Fresse zu bekommen. Deswegen gehen wir mal lieber. Aber hier ist anscheinend auch kein Stock, den ich mir mitnehmen könnte. Was problematisch ist. Ich habe richtig Angst, auch irgendwo von Gegnern im Boden zerfetzt zu werden. Das wäre ungeil, Leute. Ich will einfach irgendeinen Stock, den ich als Waffe nehmen kann. Ich würde auch so ein Eichenholz nehmen, was sogar ein seltenerer Fund wäre. Aber wenn wir das erstmal finden, dann ist es auch okay. Ich bin immer nett. Immer, immer. Nur wenn nett auf 1% reduzieren und zu 99% das Gegenteil zutrifft. Aber das ist doch Rines Ding, okay? Es ist sein Ding. Es ist quasi eine Zundere, ja? Nur nicht so sexy. Nichts für ungut. Rines ist quasi unsere Zundere. Das müssen wir respektieren. Akzeptieren. Hey, liegt da ein Stock? Nein, das ist nur der Schatten von dem Baum. Die Wanzen sind Endgegner. Ich bin keine Zunder. Und Gegner im Bogen zerfetzt zu werden, also Wanzen und so, immer. Ich hab nicht mal einen Pfeil, Bro. Zundere sind nicht scheiße! Was ist los mit dir, Mari? Zundere ist ein Aussehen an die andere. Ja, nee, warte. Die andere ist doch normalerweise. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie Rines aussieht, aber du hast ihn gerade als echt hot bezeichnet. Ich hoffe, das ist dir bewusst, Thor. Aber du weißt, was du da tust. Ach, ich hätte gerne einfach irgendeinen Stock, bitte. Ich mache mal Slash Clear, vielleicht kann ich ja hier ein cooles Thumbnail nehmen oder so. Oh, danke. Alter Digga, da ist ja ein Pilz. Den können wir mal richtig hart rein inhalieren. Glaubt ihr, Höhlenpilze sind so Pilze, die du isst und dann irgendwelche Fantasien hast oder irgendwelche wie nennt sich das denn? Illusionen?
Nicht Illusion, sondern. Ach, jetzt ist mir das Wort entfallen, Leute. Hilfe. Alter, ich höre eine Scheiß-Mallrat. Ich renne wie der Blitz. Nee, nicht Illusion, sondern Einbildungen? Nein. Hilfe, Leute, Hilfe. Deshalb gibst du irgendwie Komplimente. Einer Zunder Manu. Manu ist also ein Zunderer. Manu ist auch ein Zunderer. Alter, der Bruder ist ja einfach fucking tot. Hey Mann, hey kleiner Mann, kann ich dich looten? Loot? Loot, schwarzer Goblin. Oh, der ist ja aufgewacht! Schaut. Vorsicht! Ah ja, der kommt schon klar. Ich habe Angst, auf den Chat zu gucken. Hier will ich das wieder Monster aufmachen. Monster-Reanimation hier. bringt aber nichts, wenn ich hier verhalten Zunderer habe als aus der einer anderen. Muss jetzt erst aufgefallen sein. Haben aufgefallen. Riplump. Psst. Digga, ich höre Goblins. Ich renne. Ich renne wie der Wind. Ich renne wie der Wind. Niemand holt mich ein. Ich hätte gerne ein Beil. Ein Beil wäre natürlich besser. Ich will doch einfach nur einen Knüppel, Leute. Ich will einfach nur einen Knüppel. Wenn wir sehr sexuelle Züge an, ich weiß, aber ich hätte einfach gern einen Knüppel. Ich glaube, da sind noch Viecher. Da sind auch Viecher. Überall Viecher. Hey, Bro, was geht ab, Mann? Grüß dich. Ich sag ja immer, die Taverne da aufbauen. Nein, du bist keine Taverne, Mann. Grüße. Was geht ab, Ebbert? Was schreibst du hier in der Wildnis rum? Nicht so einen Knüppel. Ein Stock oder sowas. Mein Knüppel ist mir gebrochen. Und du? Das kann ich kurz aber stark. Alter, Schmiede uns jetzt ja ist stark. Denkt, dass der Winter naht. Das näheren Mann. Viecher everywhere. Ja, Mann. Hast erwartet. Der Gute. Dazu will ich einige dabei. Tücher haben wir jetzt. Ja, klar. Wenn du einen abgibst. Ja, das ist nett. Kriegst dafür eine Münze. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Dong ist auch so eine Zunder. Dong ist keine Zunderer. Dong ist einfach ein süßer Junge. Was ist los mit dir, Mann? Geil, Aslan war ein langer Stock. Für Aslan haben wir zwei. Stock. Acht. Dann gib mir den Ast. Er sieht nämlich besser aus. Wie zieht sich der linken Schuh aus? Aus welchem der zwei übelriechender Münzen popelt? Welcher eben?
Reichen würde. Fängt den Ast zu seinem Beutel und überreicht ihn diesen. Trade Gold 2. Ist schon okay, Gün. Danke dir. Und übrigens Dong mit dem Bogen. Hallo? Erbart, Eddard. Eddard wäre auch starker Name in dem Mutrennen. Als Dung, denn sonst kann nicht sein. Das ist einfach ein süßer Junge. Ich deine Münze und würge es mal ab. Da schicke sie widerwillig in seinen Beutel. Gold stinkt nicht, mein Freund. Gold stinkt nicht. Uah. Ja, Entschuldige. Weißt ja. Besser Vorsicht als Nachsicht. Ich erstick mein Gold. In den wenigen Möglichkeiten, die ich habe. Der kotzt einfach halb. Er ist Eddard. Du hast aber Eberhard geschrieben. Ach, ich Hurensohn, Alter. Bin auch schon müde. Nick, dass du oben so vorsichtig ist. Ja, kluger Junge, ne? So ein Penner gibt euch einfach 2 Scheiß-Euro aus seinem Schuh. Ja, ich liebe mein Leben. Wisst ihr, wir gehen jetzt zurück gleich. Und dann finden wir einfach 3 Stücke oder so. Das sehe ich. Aber verstehe ja, wenn die Jana überfällt, zieht ihr dir sogar deine Unterhose aus, um nachzusehen, ob da Münzen versteckt sind. Letzter, sei nicht gewaschen. Glaub, dass das nächste Mal überlege ich es mir, bevor ich fremd meinem Handel angehe. Ja. Ja, ich würde der Gestank meiner Unterhose einen Räuber auch umkippen lassen. Es hat seine Vorteile, eklig zu sein. Das klaut mir wieder 5 € aus dem Portemonnaie, bitte. Ich muss Brot kaufen, bitte, Blaster, ja. Der Dogen, der Norden vergisst nicht. Was davon, wenn du nicht lesen kannst? Ja, aber ihr selbst schuld. Immer war Spaß, so einen ekligen Dumpatz auszuspielen. Das ist einfach eine gute Zeit. Ich habe übrigens 69 Münzen, Leute. Nice. Ich bin nicht überfallen, weil so viel Gold kannst du gar nicht haben, dass das wert wäre. Ja, da bin ich ja beruhigt. Sag doch noch was, sonst verpiss ich mich jetzt nämlich langsam.
Also wenn Dogen mal eine abkriegt, die ist bestimmt blind, taub und generelle Gefühle sind abgestorben. Also eine Leiche sozusagen. Also hier, diesen Valerian. Na gut, er ist ein sicher Reiser. Ist sein See, so nicht, falls du dich da noch waschen müsstest. Danke dir auch. Ah, das Nicht-Waschen ist meine stärkste Waffe. Auf bald, Fremder. Kuss auf die Nuss, Eddard. Hau rein, Bro. Ich geh jetzt einfach. Als stinkiger Penner ist das nun mal so. Gerne Leiche. Siri war quasi eine Leiche damals. In der Dogra-Timeline, Klasse Corinas. Jetzt erstmal den Penner da drüben überfallen. Naja, das meine ich, das ist Xaras, der macht mich fertig. Ach ja. So endet unser kleiner Ausflug, aber finde ich auch gut. Ach, guck mal, eine Beere. Bro, hättest du die jetzt einfach genommen, ne? Ich hätte dich angespuckt. Ich hätte dich einfach angespuckt. Scheiße! Habt ihr das Vieh da drüben gesehen? Kacke, Alter. Ich renne einfach an dem Vieh vorbei. Keuch mir nicht in mein Ohr, Morrad. Rennt das Vieh auf mich zu? Ne, alles gut. Okay. Alles easy. Oh, so ein Scheißvieh. Hier kommt man gar nicht hoch, ne? Hier rechts. Also im Singleplayer schon, aber ich glaube, hier gibt es einfach keinen Weg dahin. Vergiss den schwarzen Goblin nicht. Oh ja, gut, guter Punkt. Ich glaube, der ist weg, oder? Der war doch hier. Oh, ich hoffe, der ist nicht in den Boden gebackt, aber wir hören ihn ja. Deshalb sind die ganzen Anfang an Corinus kam jetzt weg. Hä? Johnny nicht reden, ich bin zu dumm für diesen Witz. Oh fuck, ich höre ein Vieh. Weil Dogen so sehr stinkt, oder was? Ja, das kann durchaus sein. Ey, Pennerleben ist hart, Leute. Habt ihr mal einen Penner auf der Straße gesehen und euch gedacht, ja, der hat ja ein richtig nices Leben, der wäscht sich auch immer. Ich nicht. Der war immer richtig eklig. Wisst ihr was? Das ist halt auch das Respektable am Pennerleben. Sie scheren sich nicht um die Regeln der Gesellschaft. Mir ist scheißegal, was ihr von ihnen denkt. Die sind Penner. Sie sind ihre eigenen Herren, okay? Das ist ein bisschen mehr Respekt. Boah, Alter. Möglichkeit, sich zu waschen. Ja, ein Penner kann auch in einem Teich waschen. Stinkt dann immer noch. Ist halt wild. Ich bin froh, dass dieser Fratz hier tot ist. Ach ja, das gute, chillige Stadtgebiet. Auch wenn ich mir die anderen Orte ein bisschen näher gerne ansehen würde, aber ich schätze, in der Stadt zu bleiben ist ganz vernünftig, wenn wir tatsächlich Milizmann werden wollen. Dogen macht aber nicht mal das. Ich hab's doch gerade dem Bruder da erklärt, diesen Eddard. Das ist eine Abwehr, ein Abwehrmechanismus, okay? Das macht man halt so. So läuft das im Leben. Und ich höre gerade ein ganz ekliges Geräusch auf meiner linken Seite, aber ich sehe nichts. Naja, was soll's. Boah, wollen wir uns da nochmal ein bisschen umgucken? Ach komm. Ach Digga. Scheißegal. Komm, wir gucken uns da nochmal ein bisschen um. Richtung Leuchtturm. Vielleicht ist da ja noch irgendwas, was man mitnehmen kann. Alter, was für ein Geräusch, Mann. Ja, wir haben einen Scavenger. Den will ich nicht mitnehmen. Ja, hier Sklavenbrot gönnen wir uns. Hab gar keinen Bock auf den Scavenger. Die Ratte ist tot. Vielleicht ist hier noch eine kleine Ratte, die lebt. Ich renne an dem Jungen mal vorbei. Alter, was geht mit dem Bruder da ab?
Okay, er macht irgendwelche Dinger. Irgendwelche Supporter-Dinger. Da ist ein Keiler, auf die habe ich gar keinen Bock. Nee, sehe ich mich nicht. Ich geh mal lieber nach oben. Ich gehe mal einfach nur chillig nach oben. Ja, Abwehr gegen Arbeit, das auch. Das ist nur Dogras Leiche. So. Ja, die ist wahrscheinlich inzwischen ähnlich eklig. Oder Sirix oder Logis oder einen anderen Toten. Rest in Peace. Boah, in Real Life hätte ich echt Sorge, über dieses Holzding zu gehen, ne? Ich übel Panik. Das kann ja einfach einbrechen. Da ist ein Eichenblatt oder so ein Scheiß. Und Äpfel. Glaubt ihr, die Fliege will mich abschlachten, wenn ich da näher komme? Bestimmt, ne? Aber ich mach mal trotzdem und guck. Könnt's ja beeilen. Abgezogen, Fliege, abgezogen. Was Spaß, was Spaß? Scheiß Fliege. Okay, alles gut. Gehen wir einfach ganz entspannt hier weiter nach oben, Leute. Ist ein kleines Abenteuer heute, ja? Gucken, was hier so abgeht. Da ist noch ein kleiner Dogo. Der ist auch sehr nett. Ich nehme mal den Apfel wieder mit. Hallo? Ah, okay. Oh, es laggt ein bisschen. Es könnte problematisch sein. Ich gehe lieber schnell weg, bevor mich die Hunde fressen. Ja, was klingt denn geil? Kann man soft. Hört ihr das? Scheiße. Sorry. Ich bin ein Klicker. Ich klicke immer sehr viel, egal bei welchem Game. So ein Tick. Ist doch normal. So, wir als Sekunden F5 drücken. Ist ein Dauerzustand. Ist schlimm. Ist schlimm. Ich drücke halt einfach immer 35 Mal. Ich mache meine Maus ein bisschen weiter weg, dann ist das vielleicht nicht so unangenehm. Es entspannt mich einfach zu klicken. Ich weiß auch nicht, Mann. Man klickt halt. Dafür ist die Maus da, okay? Das nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Bitte. Danke. So. Hey, liegt da irgendwas? Ja, hier liegt ein Stock. Ja, spätestens jetzt hätten wir einen gefunden, wa? Ist zwar ein Zweierstock, aber es ist eigentlich ganz gut für mich, weil der ist mehr wert. Gutes Eichenholz. Nudes. Oh, scheiße, ich höre einen Goblin. Ich verpiss mich lieber. Ist nichts gesehen, Goblin. Okay. Ist wirklich schlimm. Scheiße, sorry. Ich versuche das ein bisschen einzugrenzen, ja? Ich klicke jetzt nur, wenn es wirklich nötig ist. Versprochen. Jedenfalls, bis ich es vergesse. Dann nicht mehr. Hinter dir stand ein Wolf? Dich verarschen? Rhenus, du machst mich fertig, Junge. Ich muss gleich wieder klicken, um mich zu beruhigen. Ich glaube dem Mann auch alles, was er mir sagt, ne? Alles. Alles glaube ich ihm. Fällt sogar drauf rein. Junge, ich habe so Angst vor diesen Viechern. Seitdem wir einmal getötet wurden von dem Vieh, was im Boden war, habe ich Angst. Einfach nur Angst. Ja, muss ich halt manchmal ein bisschen raustrauen, ein bisschen Items sammeln, ja. Guck mal. Wird wieder direkt belohnt, ja? Nicer Pilz. Gegönnt. So, okay, ich habe ein bisschen oft geglückt. Oh, da hier wäre auch ein schwerer gewesen. Ein Kuss. Nimm! Habe ich jetzt zwei bekommen? Na, egal. Habe ich nicht.
Alter, da ist ja noch mehr Holz. Als ob. Will da ja jemand mir auf die Fresse hauen? Nee, ne? Okay. Ist hier noch mehr? Nee. Den kann ich auch an irgendwelche Penner verkaufen, die noch keine Waffen, die noch keine Waffe haben. Das lohnt sich auf jeden Fall mehr. Alter, das ist ja sogar noch so ein großer... Nee, das ist nur der Schatten von dem Baum. Okay. Tja, 2 Gold umsonst. Nein, das passt schon. Die holen wir wieder rein, indem ich die anderen Stücke verkaufe. Aber wahrscheinlich nicht an Asma, sondern wirklich an andere Löhner, die noch keine Waffe haben. Klassisch. Einfach nur klassisch. Was haben wir hier noch so? Ja, nix, ne? Ja. Das dachte ich mir. Ich weiß noch, wie ich mit Dogra damals Kurzschwerter gekauft habe und die auch an alle Löhner so verkauft habe. Kann, da wird jemand loswerden. 10 Gold pro Kurzschwert, was übel heftig war. Und ich habe die, glaube ich, für 50 verkauft oder so. So gefühlt an jeden Löhner. Hey, brauchst du eine Waffe, Bro? Ich gönn dir. Ja gut, lass erstmal zurück zur Stadt gehen. Gucken, was da noch so abgeht. Vielleicht können wir ja noch irgendwen voll labern. Das wäre persönlich in meinem Interesse. Vielleicht ist ja irgendwas nochmal respawned hier. Wie viele sind wir eigentlich noch? 157, wir sind ganz schön viele. Leute haben auf jeden Fall immer noch übertrieben Bock. Nach einigen Wochen, das ist gut. Hoffentlich bleibt das so, dass wir so viele Spieler bleiben. Und dann starb Dogra, bester Freund, nachdem er ihren magischen Erzbrunnen verkaufen wollte und er handelte nie wieder illegal. Das war auch eine heftige Story mit dem Erzbrunnen. Ach ja. Das war einfach eine gute Zeit. Für alle, die Weg des Heilers nicht gesehen haben, muss es irgendwie komisch sein, wenn ich von Dogra rede, als hätte ich so als dritte Person von mir sprechen. Aber nein, so hieß mein erster Charakter. Naja, nicht mein erster, aber mein erster, den ich aufgenommen habe auf Klistikurinis. Oh, Dogo hat mich gemerkt. Dogo hat mich bemerkt. Ey, Dogo, wir können alle Freunde sein, ich schwöre. So. Könnten mal eigentlich zum... Nee, wir könnten nicht zum Leuchtturm. Ich habe gerade die Morrod gesehen. Wir könnten mal nicht zum Leuchtturm gehen. Ein trauriges Opfer, zweifelsohne, aber ein wichtiges. Ja, war sehr traurig. War sehr, sehr traurig. Ach ja. Ich frage mich, welche Charakterentwicklung Drogen hier noch erleben wird. Das ist bestimmt teilweise auch ganz schön krass. Wie viel Wärme habe ich? 55. Es lohnt eigentlich noch nicht, das den Fischerfreunden zu geben. Ah, da hängen wieder die Morrids rum. Jetzt nur noch nach Hause kommen, ohne gefressen zu werden. Scheiße, guckt euch den Scavenger an. Der läuft voll ungeil für mich. Da ist immer noch der eine Bretan. Oh fuck, irgendwer hat mich gehört. Ist nicht gut. Okay, ich glaube, die Wache da oben ist ein bisschen verbuggt. Habt ihr die gesehen? Oben an der Kaserne. Gut, dass das Vieh noch tot ist. Okay. Lebend angekommen. Nice, Leute. Wir sind nicht komplett vernichtet worden. Seid ihr stolz auf mich? Ich hoffe schon. War für die Lehre des zweiten Heilers positiv, also zeitlich gesehen. Echt? Die Lehre des zweiten Heilers? Ah, ja, ja. Sidoro meinst du, ne? Ja, das stimmt. Der gute Sidoro. Hieß er Sidoro? Ich glaube schon. Muss mir noch einen Schal machen, Dogens Kumpel werden, dann sterben lassen. Wir sind nicht stolz. Rines, nein, wir können nicht das gleich nochmal machen. Wir können nicht Weg des Heilers 2.0 machen. Keine Lust mehr, ein Heiler zu sein. Es hat sich halt auf die Kälte halt so gar nicht gelohnt, Alter.
Wobei schon. Teilweise hat es ein richtig, richtig cooles EP gebracht, vor allem mit Linear. Aber anders, also davon abgesehen, eher nicht. Abgesehen war schwierig. Ist hier irgendwas ab? Naja. Will ich was zu essen kaufen? Nee, eigentlich geht es uns ganz schön gut. Ich könnte vielleicht was verkaufen. Guten Tag, Männer. Wie seid ihr drauf gekommen? Was geht ab, Jungs? Gab mir Lehrstunden. Ja, stimmt. Weg fürs Bogenschützen, war krass. Gab auch Gold, und man wusste wie. Ja, ich wusste wohl nicht wie. Soll ich guter Mann? Kann ich dir helfen? Ha! Ich komme gerade aus den saftigen grünen Wäldern, mein Guter. Und wollte euch meine erhabenen Zutaten. Erhabenen. Gefundenen Zutaten präsentieren. Mi öffnet seinen ranzigen Ziegenbeutel. Wie, gönnst du nicht, Bruder? Brauchst du nicht Sachen? Zeigt. Ich kaufe nichts an, guter Mann. Ziegenbeutel. Als Pinto antwortet. Schließt er ihn aber wieder. Oh. Nicht mal die edelsten Naschereien aus dem Walde? Die edelsten Naschereien. Dann grüß mal nun und Dogen einfach komplett zu zerstören. Junge, mach doch nicht diesen. Warum? Rines hasst mich einfach so krass, Leute. Es ist unglaublich. Ja, gar nichts. Verzeiht bitte. Ach, jetzt macht nix. Dann vielleicht, vielleicht andersrum. Bietet ihr inzwischen mehr an als nur Brot? Sehen, was der Junge noch hat. So, Wissensreise nicht so interessant. Wenige Freunde starben. Es sind halt kaum Freunde. War schwierig. Sie als Dieb viele Freunde zu machen. Sie ist so ungefähr klickst. Ja, auch wahr, ne? Aber ich Fischbrötchen machen, wenn ihr wünscht. Oder zwei oder fünf. Macht 10 Münzen das Stück. Fischbrötchen. Fischbrötchen klingt nicht schlecht. Aber ist halt echt teuer. Es ist mir gerade etwas zu teuer. Komm vielleicht darauf zurück, wenn ich weniger nackt bin. Da gönnt der Fischbrötchen. Aber nee, dann behalt ja mein Zeug und geh lieber. Eine Spinde vom Lord Kommandanten, eine Spinde. Bitte, bitte eine Spende vom Lord Kommandanten, bitte, bitte. Glaubt ihr, der Asthma-Mann ist an? Können wir gleich inspizieren. Sterben, soll ich ein Hemd? Ihr lacht.
zurückgehalten. Und er traut. Und der mit dem Ring im Blick mit. Ja. Ich muss dann wieder. War wie immer eine Freude. Oder wird. Es ist einfach immer traurig, mit dem zu reden. Ich gehe jetzt einfach. Sagt er noch was? Ich glaube schon. Ein Geschenk. Ein Geschenk vom Lordkommandanten. Ach Mann. Hallo, guter Mann. Innoschützeug. Lieber mal rausgehen. Ja, das hat mir gestern noch die Rübe verdrescht. Ja. Ja, ich auch, meine ich. Und bin da so, Junge, was labert der Hurensohn eigentlich? Vielleicht guckt Pinto irgendwann in die Videos und denkt sich so, oh, das meint sich, und dann schließt sich der Kreis. Also Pinto, wenn du das hier siehst, Ehre. Nee, gar nicht, ne, weil die Aufnahme kaputt gegangen ist, scheiße. Pinto wird nie diesen Moment erleben. Außer er hat jetzt im Stream mitgeguckt, aber ich glaube nicht. Ach, Pinto. Tut mir leid, Mann. Tut mir leid. Manchmal gibt es da Sachen, da kann man einfach nichts machen. Oh mein Gott. Das war ein Rienes-Reim. Wollte ich gerade sagen. Ja. Hallo. Bin ich dumm, Alter? Ich habe Hallo mit einem L geschrieben. Ach du Scheiße, mein Kopierer explodiert. Geister sind in diesem Raum. Ja, okay, hoffentlich hat das keiner gelesen. Ich mach mal slash clear. Ihr habt's auch nicht gesehen, okay? Alles cool. Cool, cool. Ich hab Hallo nicht falsch geschrieben. Oh, fuck. Ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen. Kannst du erklären im Nachhinein? Nein. Nein, 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 nein. Böses Rienes. Nicht klippen, wenn ich dumm bin. Nur wenn ich klug bin. Okay? Und jetzt schreibt Rienes sowas wie, dann klipp ich ja nie. Und dann fragt er sich, warum ich ihn als Zunderer nenne. Dann ist die Frage, Leute. Guck mal, ob hier irgendein Bratan da ist, den ich was verticken kann. Das wäre ja relativ toll. Und dann machen wir, glaube ich, Schluss für heute. Ich bin müde. Aber ich sehe schon... Oh, Entschuldigung, Piotrek. Ich sehe schon, der Bruder kommt da auch raus. Wahrscheinlich ist da nichts los. Ist, ne. Nix los im Klos. Jo, okay, Leute. Ich gehe mich jetzt wie ein guter Penner in irgendeine Ecke legen und sterben oder so. Danke auf jeden Fall, dass ihr zugeguckt habt. Wollen wir uns Rienes Star Wars Memes angucken? Ja, wir gucken uns Rienes Star Wars Memes an. Die zeige ich euch noch. Und dann mache ich Haya. Yeah. Ich gehe einfach immer in dieses Haus, weil einfach noch nie sich irgendwer beschwert hat und es ja keine Tür gibt. Exit. Ich lebe jetzt einfach, ist egal. Bin eh der Einzige, der in den Chat schreibt. Ja. Ist ja auch schon spät. Kein Stress, Jungs. So, dann gucken wir mal.